Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Heute mal auf Außentour. Ihr habt es jetzt sicherlich gesehen, ich habe euch jetzt schon ein paar Bilder reingemacht gehabt vorm Fahren mit der Maschine hier, weil es geht heute explizit um die 88013 von Moju. Das gute Stück hat 1228 Steine und könnt ihr für 35 Euro in der Statikversion haben. Ich habe jetzt schon Motoren drinne. Dazu werden wir auch gleich noch ein paar Aufnahmen machen, die ich dann zeigen werde, wie wir hier draußen damit rumfahren. Aber ihr seht den Unterschied jetzt zwischen dem Modell und einer echten Maschine. Und darum ging es mir zum größten Teil, weil diese große Maschine hier, das ist noch eine alte Version. Das heißt, die hat eine spitze Nase, die hat einen höheren Aufbau hier oben vom Lenkstock als das Modell selber hier. In der neuen Version ist dann hier vorne die Nase platt gedrückt worden. Man sieht es jetzt hier, wenn das Kamerakind mal hinterherkommt, dass die Nase hier vorne bei spitz ist, im Gegensatz zu dem Modell halt, dass es so abgeflacht ist. Aber ansonsten haben wir eigentlich die Optik von der Maschine halt auch ziemlich gleich gehalten. Das finde ich sehr gut und das ist auch sehr gut gelungen. Hier gab es bei mir nur einen Fehler und zwar habe ich einen Stein, der fehlt. Das ist aber jetzt weniger schlimm. Das ist hier oben ein Stein. Habe ich auch im Punkto 4 nochmal gezeigt. Ich mache das jetzt in dem Stile wie immer. Das heißt, ihr seht dann danach das Antüdigen und alles. Aber so im Grundprinzip her ist es ein richtig schönes Modell. Es lässt sich auch wirklich schön klemmen. Die Steinequalität ist super. Und für die 35 Euro bekommt ihr echt was geboten. Ihr habt eine schicke Maschine, die wirklich auch fast aussieht wie das Original. Fast. Es gibt einige Details, die halt ein bisschen stören, was halt, wie ich das immer bei den Motorrädern bemängel, dass hier hinten halt ziemlich offen ist. Und auch der Auspuff ist ein bisschen lieblos gehalten, dass das einfach nur so ein Block ist. Bei der Maschine ist das ja, wie ich gerade sagte, musste jetzt mal kurz unterbrechen. Kamerakind war ein bisschen verwirrt, die nimmt das erste Mal mit der GoPro auf. Und wie ich sagte, also was halt den Auspuff betrifft, wenn wir hier mal rumgehen, du kannst ruhig hinterherkommen, das Kabel vom Mikrofon ist lang genug. Wenn wir uns den Auspuff angucken, das ist zwar auch so ein Block, aber der ist wenigstens offen. Ja, und das haben wir halt hier definitiv nicht. Hier ist er komplett zu. Das wird mir halt noch so fehlen, dass da halt noch so ein Loch drin ist, dass es auch wirklich aussieht wie ein Auspuff. Weil viele können damit nichts anfangen, wenn da so ein Klotz einfach drauf hängt und einfach drauf gesteckt ist. Müsste ich jetzt auch nicht großartig mit anzufangen. Der Antrieb vom Modell selber, der läuft hier über die Kette. Wir haben hier unten, ich habe die Motoren eingebaut, nicht wundern, und der Block, der da drin liegt, ist ein Buvis. Nur damit das wisst. Und zwar, der XL-Motor treibt hier vorne die kleinen Zahnräder an und die Zahnräder laufen hier auf die Kette. Das heißt, das läuft komplett über den Kettenantrieb hier. Über diesen kleinen. Da will ich aber auch noch ein paar Änderungen machen. Das ist jetzt das erste Video dazu, weil ich möchte die gerne in der Optik von der großen hier haben. Das heißt, den Long... Ja, darf man nicht anpacken. Der Lenkstock hier oben zum Beispiel, das gefällt mir gar nicht, weil das hier oben so offen ist. Und auch die Nase, die möchte ich spitz haben, weil ich möchte, dass das Modell als Erinnerungsstück wird hinterher. Ich werde dann auch separat Steine für kaufen, damit die halt auch komplett in Schwarz ist. Das ist die Maschine, die mein Schwiegervater gekauft hat und sie eigentlich auch gar nicht richtig fahren konnte, bevor er halt gestorben ist. Und deswegen möchte ich damit ein kleines Erinnerungsstück schaffen. Weil ich finde das nämlich echt cool. Es gibt zwar noch eine kleinere von einer anderen Firma, aber die fand ich jetzt nicht so interessant wie dieses Modell. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten haben wir auch die Details ziemlich gut gehalten. Jo. Gut, ich würde sagen, dann geht es jetzt zurück an den Tisch. Dann könnt ihr euch das Antütigen jetzt angucken. Und dann in die einzelnen Bauabschnitte mal reinstöbern und schauen, wie das Ding halt gewachsen ist und wie es gebaut wird. Was jetzt genau noch innen drin steckt. Das heißt, dieser... Vierzylindermotor, dieser V4, der da drin steckt. Ich weiß gar nicht, ob das in der Originalmaschine auch ist. Da müsste ich mich jetzt mal drüber belesen. Hausaufgabe für uns. Damit wir das noch reinsprechen können, beziehungsweise dazu schreiben können. Ich kann ja eine Einbindung hier unten machen. Gut, in diesem Sinne viel Spaß beim Antüdigen und ich hoffe, dass der neue Stil hier gefällt euch von den Videos.
das Herzstück nach Tüte Nummer 1. Haben wir jetzt schon einen Riesenteil dabei und ich finde es einfach mega. Ist einfach klasse geworden bisher. Es gefällt mir auch vom Aufbau her. Es ist tricky. Mir würde es eher gefallen, hätten sie diese blauen Pins wirklich draußen gelassen. Aber ich habe ja das letzte Mal von Wolking schon gesagt bekommen, blaue Pins können wir nicht entfernen, weil für die Newbies, die brauchen die. Okay, die Newbies, die unbedingt brauchen, dann brauchen die die. Was viel interessant ist, habe ich jetzt gesehen gehabt, normalerweise haben wir diese Dreierachse mit Stopper immer in braun. Hier ist jetzt orange. Fand ich sehr interessant. Von der Farbgebung her ist es jetzt auch noch IO. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Man kann mal schnell einen Schritt übersehen. Ich habe einen Bauschritt übersehen gehabt vorhin. Und zwar ging es hier dabei um dieses Zahnrad hier außenrum. Und wir müssen dann mal gucken, wenn wir am Ende sind, ob das auch wirklich so gut funktioniert, wie es funktionieren soll. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe jetzt schon geguckt, dass die Kette möglichst wenig Reibung hat, dass die wirklich glatt läuft. Ich habe aber auch noch ein Kettenglied übrig. Ich war jetzt auch am Überlegen, ob man nicht hergeht und macht das wie bei dem Original. Macht das Kettenglied rein und gucke, dass ich mit der Kette noch ein Stückchen höher komme und lasse sie da oben einfach umgelenkt liegen. Das heißt, wie mit einem Kettenspanner. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, weil die Form würde es geben. Auch wenn ich jetzt noch ein Glied extra einfügen müsste, das wäre ja auch egal. Aber mir wäre es mit einem Kettenspanner lieber, als wenn ich hier so eine labberige Kette habe, weil im echten Leben haben wir ja auch jedes Mal einen Kettenspanner drauf. Und hier bei der weiß ich, dass jetzt der hier unten, dass der richtig hochgezogen wird hier. Ja. Zumindest bin ich mir der Meinung, der würde hier unten sitzen, weil oben würde keinen Sinn ergeben, weil oben ist ja... Von oben her zieht sie sich ja gerade, weil unten braucht man ja eher den Spanner. Ist ja beim Fahrrad genauso. Da wird ja unten auch so ausgehakt, dass ihr die Kette gespannt habt. Naja, gut. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal weiter. Jetzt kommen wir ja hier an die Nase und an die Verkleidung zum ersten Teil. Und dann sind wir ja auch schon fast durch. Das hat ja nur 3 Abschnitte. Aber ich freue mich wie Bolle darauf, dass das Ding fertig ist. Vor allem werde ich sie auch nochmal so bauen, wie ich sie halt jetzt bei der Oma, bei der Schwiegermutter stehen habe. Beziehungsweise wie sie stehen haben, wie sie der Schwiegervater vorletztes Jahr gekauft hat. Ich fahre sie ja regelmäßig. Und ihr seht es ja sowieso hier in dem Video. Ich zeige es ja auch gleichzeitig. Ja. Gut, in diesem Sinne, bis gleich. Mit Tüte 2 haben wir jetzt so ein bisschen Verkleidung ringsherum gemacht. Was ganz spannend ist, ist hier wirklich der Übergriff von Grau auf das Blaue und dann hier vorne über rote Zahnräder bis hier oben auf den Motorblock, dass der sich bewegt. Und das ist echt klasse. Ich finde das witzig. Ja, hier seht ihr, das dann auch schön arbeiten. Dann haben wir hier vorne die Nase gemacht, beziehungsweise wir haben jetzt hier... Da wird der Lenkstock drauf sitzen hinterher. Ja. Bei den neueren ist das ja so, dass sie halt so eine offene Lippe vorne haben. Die wir hier haben, die hat ja von der Nase her spitz zulaufend. Da habe ich schon mit meiner Frau überlegt gehabt, ob wir das dann vielleicht dementsprechend nochmal umbauen und vielleicht eine separate Version machen von dem alten Modell, was wir jetzt als Original haben. Und lassen uns damit schon nochmal was einfallen, aber... Das steht jetzt erst nochmal auf einem anderen Blatt. Erstmal muss ich jetzt die fertig kriegen, damit wir erstmal gucken können, was können wir jetzt machen, was können wir jetzt wirklich rausholen. Was ich auch schön fand, ist halt, dass der Auspuff, diese Flöte, die ist ja auch riesengroß hinten drauf. Ich hätte sogar gesagt, die ist eigentlich noch ein Stückchen größer vom Maßstab her. Aber naja, gut. Ist in Ordnung. Weil ich kenne das von unserer her, dass hier das Abgasrohr ist. Und dann hinterher so ein Block rauskommt, wo dann nur noch ein kleines Stückchen dran ist. Hier sind ja meistenteils Bleche überall drauf, dass halt nichts von der Hitzeschutz einen selber erwischen kann. Jo. Ich würde sagen, wir machen mal jetzt Teil 3, damit wir auch zügig fertig werden, dass wir halt mal ein großes Resümee ziehen können zwischen allen beiden, zwischen der großen und der kleinen, und dass wir uns das mal gezielt anschauen. In diesem Sinne, bis gleich.
Nach dem letzten Abschnitt dürft ihr euch jetzt nicht wundern. Hier fehlt ein Stein. Ja. Macht aber nichts. Der fehlt garantiert nicht, sondern ich habe mich irgendwo hier bei diesen Stücken verbaut. Der ist garantiert irgendwo verkehrt abgegangen, beziehungsweise mit reingekommen. Da habe ich nicht richtig hingeguckt und habe ich den mit reingebaut. So, aber im Resümee muss ich sagen, dass es wirklich eine coole Maschine geworden ist. Echt geil. Im Gegensatz zu manch anderem, was ich bisher so gesehen habe, auch ist es wirklich gut umgesetzt worden. Was ich mir dabei wünschen würde, wäre, dass die Reifen breiter sind, weil die Spider fährt eigentlich mit breiten Reifen, sowohl vorne als auch hinten. Die sind nicht so schmal wie Motorradreifen. Das ist ein Fehlerpunkt, finde ich. Aber ansonsten ist das designtechnisch gut gelöst. Nur halt wieder hier, dass es offen ist und sowas. Das immer so eine Sache. Ich mag sowas nicht, wenn das so offen ist. Ist aber nicht so schlimm. Dafür passt der Rest. Der Rest ist in Ordnung und da beschwere ich mich auch gar nicht drüber. So, kommen wir mal zu dem, was dann eigentlich sein muss. Was ich jetzt noch vorhabe damit, ist, ihr habt ja am Anfang vom Video gesehen, das Original, das große, was ich hier in der Garage stehen habe bei mir. Das ist halt eine alte Can-Am oder Bombardier. Je nachdem, wie ihr den Hersteller nennen wollt, weil in den Papieren steht Bombardier und auf dem Ding steht überall Can-Am. Eins ist dasselbe. Die Spider von mir hat eine spitze Nase. Nicht so klobig, wie das bei den neueren ist. Die neuen Spiders bzw. Rikers haben das in der klobigen Optik. Finde ich nicht so gut, finde ich auch nicht hübsch. Ich würde das gerne alles in spitz haben. Und das zweite ist, ich hätte das gerne alles in schwarz. Komplett. Ich möchte, dass das Teil in schwarz ist und sowas wie jetzt hier diese Verbindungsträger oder sowas, die möchte ich mit Chromteilen austauschen, beziehungsweise auch den kompletten Auspuffblock noch ein bisschen modifizieren, umbauen und dann auch austauschen. Auch in Chrom, damit die halt der Optik der echten halt ein bisschen nahe kommt, auch was jetzt hier oben beim Lenkrad angeht. Beim Lenkrad ist das ja so, dass man hier oben ja eigentlich eine richtige Kanzel drauf hat. Bei meiner. Und die Lenkung nicht so funktioniert, sondern die Lenkung eigentlich so funktioniert. Das muss ich dahingehend noch umbauen. Genauso wie hier vorne an der Schnauze ein bisschen was zu ändern. Ich meine, den abfallenden Punkt hier, den kriege ich nicht geändert. Aber die Nase hier vorne. Die können wir auf jeden Fall ändern, dass die halt so spitz zulaufend ist. Das wollen wir da mal gucken, dass wir das hinkriegen, weil die hängt ja nur an zwei Noppen hier vorne. Das ist das ruckzuck erledigt. Und ansonsten müssen wir mal gucken, was wir noch machen, weil wir haben ja hier oben noch unsere Blinkerleuchten normal. Und da werden wir auch mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwelche Lichterchen verbauen können oder sowas. Aber das ist jetzt was, das wird ein längeres Projekt, das wird jetzt ein Langzeitprojekt. Weil ich will jetzt da nichts übers Knie brechen oder sowas, sondern ich möchte das gute Stück bis ungefähr Dezember plane ich momentan fertig haben. Weil ich habe nämlich dann, wenn ich das fertig habe und bin damit sehr zufrieden, noch was anderes vor, wo ich dann halt das als Erweiterung nutzen möchte. Beziehungsweise noch ganz besonderes Schmankerl rausmachen will. Das habe ich mit meiner Frau schon besprochen. Meine Frau hat gesagt, das ist eine tolle Idee. Und da werde ich aber jetzt nicht so viel verraten, bevor es nämlich der Falsche hört, was da kommen wird, was ich damit vorhabe. Möchte ich da lieber, dass das ein Geheimnis bleibt, bis es soweit ist. Ja, gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch da draußen ein schönes Klemmen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wäre euch dankbar für Feedback. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund, auf Wiedersehen. Ciao.